Hallo, ich habe heute einen großen Drogerie-Haul für euch und einen bisschen kleineren Lush-Haul. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch mal die Sachen, die ich gekauft habe. Ich war im DM und im Rossmann und ja, dann noch bei Lush. Ich fange mal an mit Rossmann, weil das nicht so die spannendsten Sachen sind. Da habe ich mir einmal zwei von meinen Augen-Make-up-Entfernern gekauft, weil die im Angebot waren. Und die haben 79 Cent pro Stück gekostet. Die beiden finde ich meinen besten Augen-Make-up-Entferner. Dann habe ich mir solche Einweg-Duschhauben geholt. Da sind drei Stück drin, kostet 99 Cent, weil die benötige ich immer, wenn ich meine Haare mit Henna färbe. Weil wenn das alles drauf ist, dann decke ich mich damit zu. Und dann habe ich mir noch geholt von Persil den Hygienespüler. Den benutze ich immer so bei Unterwäsche und bei Bettwäsche und so. Der war auch im Angebot und kostet 2,79. Das waren die Sachen aus dem Rossmann. Und dann kommen wir zu DM. Ich war schon lange nicht mehr da, weil ich da immer ein kleines Stück hinfahren muss. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr gekauft. Einmal habe ich eine Palmolive Hygiene Plus Sensitive Seife gekauft. Die soll 99,9% der Bakterien entfernen. Das fand ich ganz cool. Und die kostet 1,15 €. Dann habe ich mir gekauft, die hole ich mir immer, diese Haarvital Komplex. Da nimmt man jeden Tag eine. Die finde ich ganz gut. Da sind Zink und noch andere ganz gute Sachen drin. Ich finde die ganz gut. Die kosten 2,25 €. Dann habe ich mir gekauft einen Maschinenpfleger von Denkmit. Das macht man so auf und dann macht man im leeren Geschirrspüler macht man das Zeug. Man lässt das einmal durchlaufen, das soll Fett und Kalk entfernen und bei mir hilft das sehr gut. Also danach ist mein Geschirrspüler immer sehr sauber, muss ich sagen. Und der kostet 1,45 €. Dann habe ich mir gekauft von Alverde ein Farbglanz-Shampoo. In meinem Aufgebraucht-Video habt ihr ja gesehen, dass ich das Braun-Shampoo von Alverde leer gemacht habe. Und das Braun-Shampoo wurde ja aus dem Sortiment genommen. Und jetzt habe ich mir das Farbbrillanz-Shampoo gekauft mit Hagebutte Physalis. Und das riecht auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Das ist für braunes, rotes oder schwarzes Haar. Ich werde berichten. Dann habe ich mir geholt von Alverde eine Nachtcreme. Wildrose habe ich auch schon einmal ausprobiert. Die ist wirklich sehr reichhaltig, aber zieht sehr, sehr schnell ein, was ich gut finde. Und ja, gefällt mir ganz gut. Bis jetzt muss ich aber noch weiter testen. Dann habe ich mir drei Kosmetiksachen von Alverde gekauft. Zwei aus einer LE, aus dieser Nude & Flash. Da habe ich mir einmal einen Lidschatten gekauft, mit dem ich mich heute auch geschminkt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Look gemacht habe, dann schaltet demnächst auf meinem Kanal ein. Das Video habe ich gerade abgedreht und lade es dann die nächsten Tage hoch. Das ist die Farbe Shimmery Taupe. Und ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und dann habe ich mir aus der LE noch einen Lippenstift gekauft, Rich Coral. 60 habe ich auch heute drauf. Ist eine wunderschöne Farbe. Glänzt sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Und dann mein Eyeliner, der andere von Alverde, der ist leer und komisch geworden, so wässrig. Da habe ich mir jetzt mal einen neuen gekauft, auch von Alverde, weil ich die wirklich gut vertrage. Ich hatte schon so viele, die ich nicht vertrage. Da haben mir die Augen getränt den ganzen Tag. Und jetzt habe ich mir diesen mit dieser Spitze hier gekauft. Und habe ich auch schon die letzten drei Tage getragen. Der ist super. Also der hält wirklich den ganzen Tag. Man darf nur nicht irgendwie am Auge rumschmieren. Das hält er dann nicht aus. Zu den Preisen. Der Lidschatten kostet 2,75 € und der Lippenstift kostet 2,95 €. Und der Eyeliner kostet 2,95 €. Und ich sehe gerade, die Nachtcreme habe ich vergessen zu sagen, 3,25 € und das Haarshampoo 1,95 €. So, dann habe ich mir von Essie zwei Sachen gekauft und
Diese coole LE Mirror Metallics hieß die, glaube ich, war bei mir noch ein kompletter Aufsteller da. Und dann habe ich mir diesen heiß begehrten Penny Talk geholt, habe ich heute drauf. Ich finde den wirklich cool, sieht ganz toll aus. Und dann habe ich mir noch diesen Good to Go Top Coat gekauft, der schnell trocknend sein soll. Habe ich auch schon bei dem ausprobiert und das stimmt tatsächlich. Bin gespannt, wie lange der Nagellack hält und ja. Der normale Nagellack kostet 7,95 und der Topcoat 8,95. Und dann habe ich mir noch solche Schokoreiswaffeln gekauft. Ich liebe die mit Zartbitterschokolade. Voll lecker. Von Alnatura. Die kosten 95 Cent. Und dann habe ich mir noch so drei Haargummis, die waren hier dran, von Evelyn geholt. Die kosten 1,95. Und ja. Dann, ach ja, ich habe mir noch von Evelyn diese Wattepads geholt. Die benutze ich immer und ich finde die am besten, weil die wirklich eine tolle Oberfläche haben. Die zerfleddern nicht so eklig und ich finde die wirklich gut. Die kosten 95 Cent. Dann, was ich nicht im DM geholt habe, sind Wattestäbchen. Die kaufe ich immer im Aldi. Die kosten, glaube ich, 39 Cent und das sind für mich einfach die besten Wattestäbchen. Deswegen hole ich die immer da. Das war mein Drogerie-Haul und dann kommen wir jetzt mal zu Lush. Ich habe mir einmal geholt, da gab es leider keine Dose für, deswegen habe ich das jetzt hier in so einer Tupperdose. King of Skin heißt der und das ist so eine Körperbutter, die man aber unter der Dusche schon verwendet. Also damit dann cremt das auf der nassen Haut ein, spült sich einmal ab, geht raus und ist eingecremt. Ganz, ganz tolles Teil. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe es schon ein paar Mal benutzt. Es pflegt wunderschön, es riecht nicht so stark. Und ja, gefällt mir wirklich gut. Ich habe hier auch die Lush-Zeitung. Da kann ich euch die Sachen nochmal zeigen. Genau, hier ist dieser King of Skin. Der kostet 9,25 Euro. Und ja, ist mit Bio-Avocados, Bananen, Kokosöl und so weiter. Und ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir gekauft ein festes Shampoo. Dieses New heißt das. Moment, ich muss wieder in der Zeitung gucken. Das ist hier. Hier, das kostet 8,25 Euro und ich fand das einfach sehr, sehr praktisch, wenn ich in Urlaub fahre oder so. Ich fahre im September mit meinem Freund nach Italien, ich freue mich schon ganz, ganz toll. Und da dachte ich mir, nehme ich mir das mit. Das soll die Haare stimulieren für mehr Schwung und Elan und ja, soll die Durchblutung fördern, Schuppen vermeiden. Und so weiter. Ich hatte schon mal eine Probe davon und war ziemlich begeistert, deswegen habe ich mir das auch geholt. Und dann habe ich mir noch drei Proben geholt bei Lush. Da frage ich einfach immer nach und die geben mir das dann auch. Von dem einen habe ich euch schon erzählt, da muss ich aber eine Korrektur vornehmen. Und zwar habe ich euch vom Hairdoktor erzählt in meinen Mai-Favoriten. So, ich hatte mir aber zwei Proben damals geben lassen. Einmal Hairdoktor und einmal Rose Argan. Das ist so ein Body Conditioner. Auch wie dieser King of Skin ungefähr. Aber ich habe die beiden vertauscht. Das heißt, ich habe mir Rose Argan für den Körper in die Haare geschmiert und den Hairdoktor auf den Körper. Ja, und ich muss sagen, Rose Argan in den Haaren war super, aber Hairdoktor auf dem Körper war nicht gut. Und ja. Ich weiß nicht, ob man Rose Argan für die Haare verwenden kann. Bei mir hat es super funktioniert. Leider ist das Zeug sehr, sehr teuer. Es kostet irgendwie fast 30 Euro. Und da weiß ich echt nicht, ob ich mir das mal irgendwann kaufe. Ich zeige euch die beiden Sachen noch schnell in der Zeitung, damit ihr seht, wie die aussehen. Also der Hairdoktor ist einmal hier. Der kostet 10,95 und nachdem ich dann wusste, dass der wirklich für die Haare ist, habe ich den heute nochmal benutzt. War okay, aber war jetzt nicht so toll. Also würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt nachkommen. 10,95 kostet der. Der riecht sehr nach Minze und erfrischt halt so die Kopfhaut und so. Aber von Rose Argan im Haar war ich ziemlich begeistert. Genau.
Rose Argan ist hier. Das sieht so aus. Kostet 28,95. Ist schon heftig. 230 Milliliter. Das soll die ultimative Rosenbutter für die Dusche sein. Der Geruch ist wirklich der Wahnsinn. Marokkanisches Arganöl ist da drin. Pflegende Öle. Bla bla bla. Ja, ich habe es für die Haareinschöpfung im Körper verwendet. Fand es sehr gut. Das waren einmal die beiden Proben. Und dann habe ich noch Wiki Magic Maske. Das ist auch so eine Massagebutter für schmerzende Muskeln nach dem Sport. Da habe ich auch eine Probe. Und die habe ich jetzt noch nicht probiert. Die anderen beiden Sachen habe ich ja schon ausprobiert. Und das sieht so aus. Jetzt fallen mir die Bohnen daraus. Ja, werde ich testen, werde ich euch Bescheid sagen. Riecht ganz gut. Ja, das waren Warmein Drogerie und Lush Haul. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ach ja, macht fleißig bei meiner Verlosung mit. Die läuft ja noch bis nächste Woche Mittwoch. Würde mich sehr freuen. Und ich habe auch schon ganz viele liebe Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich über alle. Und ja, macht fleißig mit. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!